Hallo da draußen und willkommen zurück zu einer neuen Episode mit Week Gaming. Ich hoffe, es geht euch allen gut und dass ihr bis jetzt eine angenehme Woche hattet. Und ich musste auch für diese Woche ein bisschen, ja, meine Library durchwühlen, um passende Spiele zu finden. Im Endeffekt habe ich mir dann doch so ein, zwei neuere Sachen geholt. Allerdings ist es diese Woche so, es ist mehr so, ja, sagen wir mal die Indie-Schiene. Also kleinere Spiele, kleinere Entwicklerstudios, aber wir schauen einfach mal, um was es heute geht. Es wird auch heute wieder sehr gemischt und es geht im Detail um folgende drei Games. Wir werden das Ganze starten mit Clickholding, kam glaube ich vor zwei, drei Wochen oder so raus. Danach werfen wir einen Blick auf No Creeps Were Harmed, ein Tower Defense Titel. Und zu guter Letzt einen Blick auf Pixel Survivors Roguelike. Und ich bin mir ziemlich sicher, hier scheiden sich bei manchen Spielen dann doch so ein bisschen die Geister, aber ihr werdet sehen, was ich damit meine. Okay, wir starten rein mit Clickholding. Und bevor wir loslegen, eine kleine Triggerwarnung. Es geht in dem Spiel hier um, ja, wie soll ich sagen, sagen wir mal um einen sehr verrückten Kink und um Selbstmord. Also, wenn euch das irgendwie triggert, überspringt es. Und naja, ich lass mal laufen und wir reden nachher drüber.
Ich glaube, wir fühlen uns unwohl genug. Ab zum nächsten Spiel. No Creeps Were Harmed. Um es kurz zu machen, ein Spiel, das alle, die Defense Grid mögen, lieben werden. Es ist ein 3D Tower Defense mit sehr viel Maze Building. Also ihr habt ganz viel Platz, könnt Pfade bilden. Und ich lasse einfach mal laufen. Ich bin nicht allzu weit drin. Ich glaube, die ersten 4 oder 5 Maps. Und ich mag's. So viel vorab. Turreted or otherwise will be error, and will result in immediate operator termination. Please turn to page 9 of your operator's manual. What the hell is that thing? Hey, I didn't get a manual. What's going on here? Hello? Okay. I guess I'm on my own? Thanks for pretty much nothing. Right. I have a feeling you're what the weapons and turrets are for. Guess I'll just have to figure this out for myself. What happens if I start pushing some of these buttons? Evaluated based on material yield. As your evaluation score increases, you will gain access to more sophisticated technology and equipment. Other benefits will be awarded to exceptional operators. Wait, I have questions. More than a few, actually. For a company that abhors violence, there sure is a lot of bullets and entrails flying about the place. I can't help but wonder if maybe I didn't... Do right.
driving it. Okay, ich glaube, ihr habt ganz gut sehen können, um was es hier geht. Und es geht ab zum letzten Spiel für heute. Pixel Survivors Roguelike. Man muss ein bisschen sagen, so ein bisschen, naja, das hässliche Endline heute. Aber es hat einen Grund, warum ich es drin gelassen habe. Wer das Genre kennt, der weiß, dass Grafik nicht alles ist. Und manchmal sind es die kleinen, unscheinbaren und in Anführungszeichen hässlichen Spiele. Ich lasse einfach mal laufen. Viel Spaß mit den Clips.
Okay, Zeit für ein paar finale Worte bzw. meine ersten Eindrücke zu den drei gezeigten Spielen von dieser Woche. Und normalerweise versuche ich möglichst immer halbwegs spoilerfrei das Ganze zu halten. Allerdings bei Clickholding mache ich diesmal eine kleine Ausnahme. Euch hier so hängen zu lassen wäre zum einen ein bisschen doof. Zum anderen bin ich mir ziemlich sicher, dass die meisten, ja, die werden es eh nicht spielen und schauen sich dann eher mal ein kurzes Gameplay an. Das Ding dauert ja, 40, 45 Minuten, dann seid ihr durch. Und was ihr im ersten Moment mitnehmen werdet aus dem Ganzen ist, ja, Schmerzen in der Hand und eine sehr leidende Maus. Und im ersten Moment ist es dann schon so, dass man dieses Spiel in Anführungszeichen als krankes Machwerk in Anführungszeichen, ja, abtun könnte und fast möchte. Und ich persönlich würde es auch gar nicht mal groß sagen, dass das ein Spiel ist, weil ein Spiel sollte eigentlich meiner Meinung nach unterhalten, ein Zeitvertreib sein und man soll Spaß dabei haben. Hier allerdings fühlt ihr euch die meiste Zeit einfach nur unwohl. Und auch das ist eine Leistung. Ein Spiel in Anführungszeichen zu machen, bei dem sich der Spieler die ganze Zeit unwohl fühlt. Nicht jedermanns Sache. Und definitiv wird es auch nicht so eine große Fangemeinde finden, behaupte ich jetzt mal. Aber ich persönlich, ab und zu mag ich so kleine experimentelle Dinger, die, ihr wisst es selber, sowas werdet ihr von keinem großen Publisher jemals zu Gesicht bekommen. Und es gehört schon auch ein bisschen Mut dazu, so etwas auf den Markt zu bringen, zu sagen, hier, das habe ich geschaffen. Meiner Meinung nach, man kann sich's anschauen. Es ist in meinen Augen keine verlorene Zeit, es ist definitiv mal was anderes. Und weiter geht's mit No Creeps Were Harmed. In diesem Fall muss man sagen, der Name ist so ein bisschen, er stimmt einfach nicht, weil es werden eine ganze Menge Creeps nehmen hier Schaden. Und ich persönlich, ich bin kein großer Strategiespieler, das ist überhaupt nicht mein Ding, aber ich mag gute Tower Defense Titel. Und ich bin ein sehr großer Fan von Defense Grid 1 und 2 und es ist sehr schade, dass hier, naja, es wird wahrscheinlich so schnell keinen dritten Titel geben. Umso überraschter war ich dann, als mich plötzlich auf der Steam-Page No Creeps Were Harmed angelacht hat und ich bei den ersten Bildern direkt an Defense Grid denken musste. Wo allerdings bei Defense Grid 1 und 2 die Level eher flach gehalten sind, geht das hier, No Creeps Were Harmed, geht ein bisschen einen anderen Weg. Also die Maps, die werden ziemlich bald groß, ziemlich komplex und vor allem nutzen sie sämtliche Dimensionen. Also ihr seid gut damit beschäftigt, zu rotieren, zu pannen, damit ihr einen Blick auf die ganzen Areale, die ihr nutzen habt, um einen Blick drauf zu haben. Es kann allerdings auch passieren, dass es dann unter Umständen ein bisschen unübersichtlich wird, das Ganze. Soll es aber meiner Meinung nach gar kein großer Nachteil sein, im Gegenteil, das fügt dem Ganzen so ein bisschen eine komplexere Note nochmal hinzu. Also wenn ihr auf die Steam-Page geht und ihr schaut euch mal den Trailer an, dann seht ihr, dass das Ganze wirklich große Ausmaße annehmen kann unter Umständen. Also zumindest in den späteren Levels dann. Ansonsten erwartet euch mehr oder weniger genreübliche Hausmannskost. Ihr habt diverse Türme, die werden nach und nach freigeschalten. Ihr könnt die Türme upgraden, allerdings in diversen Kategorien, was ich ganz nett finde, weil ihr habt da so Sachen wie Durchschlagskraft, Anzahl der Schüsse, Reichweite und so weiter. Also hier gibt es dann nochmal ein bisschen mehr Tiefe zum Ganzen. Und was man im Trailer noch gesehen hat, später kommen wohl auch noch Fallen dazu. Was manchen Leuten bei den Bewertungen auf Steam negativ aufgestoßen ist, dass wohl es gibt dann später auch noch Gegner, die eure Türme angreifen, also die Türme können beschädigt werden. Bin ich jetzt kein großer Fan von, aber das, was ich bisher gespielt habe, da waren die Gegner alle noch mal, die sind stur gerade ausgelaufen und wollten einfach nur, ja, meine Bohrer kaputt machen. Also ich für meinen Teil muss sagen, ich habe die, ich glaube, knapp 2 Stunden, die ich bisher gespielt habe, die habe ich wirklich genossen. 1-2 Worte noch zur technischen Seite.
Das Ding läuft wirklich rund. Also selbst auf meinem älteren Rechner läuft das Ganze auf 4K mit allem auf, ja, hoch aufgedreht. Immer noch mit akzeptablen 40 bis 50 Frames. Soll heißen, auch mit älterer Hardware hat man hier durchaus ein Spiel, das einfach rund läuft und wo man nicht darauf warten muss, dass der Entwickler erstmal irgendwie nachpatcht. Von mir definitiv beide Daumen ganz weit nach oben. Jeder, der mit Tower Defense was anfangen, der sollte hier glücklich werden. Klar, vielleicht gibt es ein paar Sachen, die im Laufe der Zeit dann rauskommen, wo man sagt, okay, dies und das könnte doch ein bisschen besser gemacht werden. Aber erster Eindruck, der ist wirklich sehr, sehr gut. Und zu guter Letzt ein paar Worte zu Pixel Survivors Roguelike. Und ich hatte es ja so ein bisschen als das hässliche Endline von heute bezeichnet. Und das ist gar nicht mal böse gemeint. Aber ihr seht es selber. Ihr habt hier sehr, sehr, sehr schlichte Grafik. Ziemlich simple Sprites, die im Lauf der Runden einfach nur größer werden. Und die Maps bestehen einfach nur aus hässlichen kleinen grauen Feldern. Und ich muss zugeben, ich hatte eine Zeit lang überlegt, ob ich das Spiel überhaupt mit reinnehmen soll oder nicht. Und ausschlaggebend war dann einfach, dass ich, ja, als ich gestartet hatte, ich glaube, 3 Stunden am Stück gespielt habe. Und das alleine ist eigentlich schon Grund genug, dass man sagt, okay, auch dieses Spiel sollte eine faire Chance haben. Weil Grafik ist nicht alles, Design ist nicht alles, große Publisher sind nicht alles und gerade in dem Genre, wir kennen es alle, manchmal sind es genau diese kleinen, einfachen Dinger, die einen fesseln, wo man sagt, ja, ich habe einfach Spaß damit. Und im Grunde, gerade beim Gaming, geht es doch eigentlich, ja, um Spaß. Deswegen, es gibt eigentlich zum Spiel selber gibt's gar nicht so viel zu sagen. Klar, ihr habt eure Upgrades während den Läufen, ihr habt eure Upgrades, wenn ihr gestorben seid im Menü. Und ihr habt auch verschiedene Characters, die ihr wählen könnt. Die teilen sich aber auch teilweise die Waffen. Also, es ist eine gewisse Tiefe da, das auf jeden Fall. Ihr erwartet allerdings hier kein riesiges Machwerk. Das ist für den aufgerufenen Preis auch, glaube ich, gar nicht möglich. Und ich vermute mal ganz stark, dass es ein Ein-Mann-Job war. Und dafür muss ich sagen, ja, klasse. Macht Spaß, schaut hässlich aus, aber wie gesagt, Grafik ist nicht alles. Ja, und das soll es für diese Woche auch schon wieder gewesen sein. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit den Clips. Und ich entlasse euch mit ein bisschen Geklicke. Einfach so, weil ich so ein Ding rumliegen hatte. Ich wünsche euch einen schönen Abend, eine angenehme restliche Woche. Macht es gut, viel Spaß beim Zocken. Bis nächsten Mittwoch. Ciao.